Hallo und herzlich willkommen zu einem Reisevlog. Ich bin heute zu Besuch bei EDS in Marl. Die sind nämlich auf Opel und vor allem den Opel GT spezialisiert. Und hier lasse ich eventuell heute meine Steuerkette ersetzen. Denn ich habe den Verdacht, dass eine der Gleitschienen gebrochen sein könnte oder sich die Kette gelenkt hat. Und wenn ich schon dabei bin, lasse ich auch gleich diese Nockenwelle hier verbauen. Die hat einen leicht abgeänderten Stößel für die Förderpumpe und das sorgt in höheren Drehzahlbereichen dafür, dass der Opel GT auch immer mit genügend Sprit versorgt wird. Und ja, ich schau mal, ob ich da drin filmen darf. Ich kann nichts garantieren, aber auf jeden Fall habe ich noch sehr viel vor. Das ist ein 3-Tage-Reise-Vlog. Ich werde es auch in 3 Teile deswegen aufsplitten und ja, schauen wir mal, was mich heute so erwartet. So, also leider habe ich noch etwas Zeit zu überbrücken, bis EDS öffnet und deswegen habe ich beschlossen, zum örtlichen Mazda-Händler zu gehen, denn der hat sehr viele MX-5 auf dem Hof stehen und ja, wie die so ausschauen, das seht ihr jetzt. Okay, kurzes Status-Update. Mein GT hat keinerlei Kompression mehr, deswegen wird die Steuerkette nicht getauscht. Meine Freundin ist jetzt auch hinzugekommen, hat mich jetzt bei EDS abgeholt und ja, jetzt geht's Frustshoppen nach Münster, wo ich hoffentlich ein geeignetes Cello finde, damit sich das Ganze dann doch noch zum Guten bewendet. Was die Sache mit dem GT angeht und dem Motor, das wird sich zeigen.
So, wir sind endlich in Münster angekommen. Nur leider ist es draußen jetzt schon dunkel. Das mit dem Cello-Shopping wird also leider nichts mehr. Von daher würde ich sagen, beende ich den Vlog für heute und morgen schauen wir uns dann Münster etwas genauer an. Bis dahin noch einen schönen Abend und tschüss.